Ja, hallo an diesem wunderschönen sonnigen Vormittag hier bei uns. Willkommen zu einem neuen Test und Check, und zwar über diese beiden Babys hier. Viel Spaß! Ja, ich habe mir zwei neue Endstufen zugelegt, und zwar aus dem Hause Crown, die XLS 2000 und die XLS 2500. Das Besondere an diesen Endstufen ist zum einen, dass sie digital sind, also sie haben nicht den Ringkerntrafo, die man aus den Standard-Endstufen kennt, sondern sie haben Schaltnetzteile, was eine unglaubliche Gewichtsreduzierung ermöglicht. Jede dieser Endstufen wiegt nicht einmal 5 Kilogramm, was natürlich eine sehr große Entlastung für den Rücken ist. Des Weiteren haben beide Endstufen eine integrierte Frequenzweiche. Das bedeutet, für aktiv gefahrene Anlagen muss man nicht nochmal extra eine Frequenzweiche dazwischen schalten. Crown bietet diese Serie in 4 Ausführungen an, die XLS 1000, die XLS 1500 und eben diese beiden Endstufen. Kurz etwas zu den technischen Daten, die XLS 2000 leistet 375 Watt an 4 Ohm, 650 Watt an 8 Ohm, 650 Watt an 4 Ohm und 1500 an 2 Ohm pro Kanal. Des Weiteren kann sie im Bridge-Betrieb gefahren werden. Dort sind es einmal bei 8 Ohm 1300 Watt und bei 4 Ohm 2100 Watt. Die 2500 sind es 440 Watt, 775 Watt, 1200 und im Bridge-Betrieb 1550 und 2400 Watt. Das so nebenbei. Kurze Erklärung noch zur Frontseite. Rechts haben wir ein Lüftungsgitter, schön großzügig, dann die zwei Potentiometer für die beiden Kanäle, eine fünffach LED-Kette, die das Signaleingang zeigt bis zum Clip, die drei Funktionstasten und das Display. Das schauen wir uns nachher noch genauer an. Kurz eine rückwärtige Ansicht von dem Ganzen. Der Stromeingang für den Kaltgeräte, eine Drücksicherung, das bedeutet, wenn die Sicherung herausfällt, ein paar Sekunden warten, wieder reindrücken und weiter geht's. Also man muss nicht irgendwie eine Feinsicherung wieder auswechseln oder sowas. Dieser weiße Punkt zeigt an, auf welche Voltzahl die Endstufe konfiguriert ist. In unserem Fall deutsches Netz 230 bis 240 Volt auf 50 und 60 Hertz. Dann haben wir hier die beiden Speakon-Ausgänge für die Lautsprecher. Darunter steht immer die Pin-Belegung, in diesem Fall plus 1 für Kanal 2 und minus 1 für Kanal 2. Und im Kanal 1-Betrieb sind alle 4 Pins belegt für Kanal 1 und Kanal 2. Warum das so ist, erkläre ich nachher auch nochmal kurz. Dann haben wir hier Kabelklemmen. Und in der Bridge-Funktion werden diese beiden als Minus- und Pluspol verwendet. Dann haben wir hier den Lüfter. Ich habe die Endstufen jetzt über Fasching oder Phasen, wie es bei uns heißt, jetzt ausgiebig getestet. Und ich musste feststellen, der Lüfter springt wirklich sehr spät an, was nichts Schlechtes ist, sondern was Gutes. Das bedeutet nämlich, dass der Lüfter ist thermal gesteuert. Das heißt, nur wenn er gebraucht wird, schaltet er sich ein und man muss sich schon sehr treten und sehr lange laufen lassen, bis der Lüfter einsetzt und seine Arbeit aufnehmen muss. Das bedeutet natürlich auch, sie sind sehr leise im Betrieb. Das heißt, wenn man etwas hat wie ein Konzert oder eine Gala oder irgendwas, sind die natürlich auch hervorragend geeignet, weil sie eben im Betrieb auch sehr leise sind. Dann haben wir hier die Eingangssektion. Für jeden Kanal haben wir einen 6,3 Klinke-Eingang, einen XLR-Eingang und
Was auch nicht schlecht ist, einen Cinch-Eingang. Das bedeutet, wenn ihr die Endstufen eventuell verleiht oder sonst irgendwas an irgendjemandem, und er hat einfach nur ein Mischpult oder einen CD-Player, wo er direkt anschließen will und nur Cinch-Kabel dabei, braucht ihr keinen Adapter mitgeben oder sonst irgendwas, einstecken und loslegen. Okay, ich werde jetzt mal eine der Endstufen kurz anschließen, dann schauen wir uns nochmal das Menü und das Display an. Bis gleich. So, ich habe das gute Stück jetzt mal eingeschaltet. Werkseitig werden die Endstufen im Stereo-Bypass-Betrieb ausgeliefert. Das bedeutet, jeder Kanal der Endstufe kann einzeln angefahren werden, also Stereo-Betrieb, und Bypass bedeutet, dass der komplette Frequenzgang, der eingespeist wird, verstärkt wird. Wenn man nun etwas umstellen möchte, muss man die Mode-Menü-Taste einige Sekunden drücken, dann springt es in den Menübereich. Zuerst kann man dann entweder den Amp-Mode, den Kanal 1 Limiter oder für den Kanal 2 den Limiter ein- und ausschalten. Sie sollten allerdings immer eingeschaltet bleiben, einfach nur aus Sicherheitsgründen, um eure Lautsprecher zu schützen. Wenn man dann wieder auf den Mode-Button drückt, kommt man in den nächsten Bereich. Hier kann man einstellen, ob die Endstufe im Stereo-Betrieb, im Bridge-Betrieb oder Input-Y-Betrieb eingestellt werden soll. Input-Y bedeutet, dass die zwei Kanäle getrennt voneinander als Low-Pass oder als High-Pass, also für die Top-Teile oder für die Subwoofer verwendet werden sollen. Mehr dazu gleich. Nach einigen Sekunden springt das also automatisch wieder zurück. Den hatten wir. So, wenn wir dann im Stereo-Bereich waren, kann man entweder einstellen Bypass, wie es eben eingestellt ist, als Low-Pass, alles unterhalb der eingestellten Frequenz, High-Pass, alles oberhalb der eingestellten Frequenz, oder als X-Over, das bedeutet Kanal 1 als High-Pass, Kanal 2 als Low-Pass. Wenn wir nun im Low-Pass sind, dasselbe gilt nachher für den High-Pass und für die X-Over auch, kann man hier die entsprechende Frequenz, wo man trennen möchte, einstellen. Das Ganze geht von 50 Hertz bis 3 Kilohertz in mehreren Schritten. Ich denke, in diesem Frequenzbereich findet man seine gewünschte Frequenz locker. Wenn man dann wieder auf den Mode drückt, springt man wieder zurück und die Einstellung ist gespeichert. So gehen wir es nochmal durch. Mode lang drücken, Amp Mode, Stereo, Bridge oder Input Y, Low Pass, High Pass, X-Over oder Bypass, und hier dann noch die Trennfrequenz. Das war's dann schon. Wie ihr seht, sehr flexibel einsetzbar, die beiden Geräte. Die Menüsteuerung ist natürlich bei der XLS 2500 identisch. Ja, wie gesagt, ich habe die jetzt über die ganze Faschingszeit ausgiebig getestet und auch mal in die Extrem gefahren. Ich hatte keinerlei Ausfälle. Einen wunderbaren Klang, von der Lautstärke her völlig ausreichend. Ich habe sie entweder nur mit meinen HK Pro 15X, also 15.3er Full Range Boxen betrieben, oder zusätzlich dann eben noch die 2500er, dann 218er Bässe. War völlig ausreichend, klanglich stets überragend, und ich kann die wirklich weiterempfehlen. Super leichte Endstufe, zuverlässig, einfache Features, flexibel einsetzbar. Ich bin sehr zufrieden und damit schließe ich den Test und Check und sage noch Practice and Enjoy.